Hallo Leute und willkommen zurück in der Welt von Final Fantasy 3. Wir sind jetzt hier zuletzt in der Höhle gewesen und ja, jetzt können wir weiterlaufen und die Welt erkunden. Bei den Gulganern waren wir schon. Apropos Gulganer, hier, die haben uns doch hier alles Mögliche gegeben. Hatte ich das direkt schon ausgerüstet? Ich glaube, das war so, dass ich den Feuerstab noch nicht eingesetzt hatte, ne? Ja, aber das ist ja auch schwierig. Und manchmal frage ich mich natürlich zwischendurch auch, ob ich immer deren Attribute wieder verändern soll mit den Berufen, weil, ja. Oh, er hat ja auch schon wieder gar keine Pfeile mehr. Gebe ich ihm wenigstens mal ein paar Holzpfeile, damit er überhaupt mal angreifen kann. Und er kann jetzt auch hier nicht den Feuerstab oder so nehmen, oder wie? Ich meine, er ist ja auch ein Magier. Das ist natürlich irgendwie Eisstab, Feuerstab. Ich weiß halt nicht. Und sie? Sie geht gar nicht. So als Dieb kann sie nichts anderes. Dieb ist ja auch nicht jetzt so voll geil und so. Aber ich mag sie halt als Dieb so auch optisch und so. Und eben nicht so diese klischeehafte Heilerin. Wobei ich, als ich gerade nochmal ins Spiel gegangen bin, das Video nochmal gesehen habe, so das Intro. Und da sieht man ja ein bisschen, wie deren Attribute zugeordnet wurden, weil man ja sieht, was für ein Charakter das ist. Und da ist sie wohl eine Heilerin, es sei denn, da kommt noch eine andere. Kann natürlich auch sein, da kommt noch eine andere und die ist das dann. Auf jeden Fall war da eine ja bei, die mit dem Chocobo, und das war eine Weißmagierin. Naja, wir gucken mal. Und wir können ja auch mal wieder plaudern. Ich muss zum Turm des Oven. Ich weiß es genau. Oven. Der alte Mann hat recht, ich muss dorthin und mich meinem Schicksal stellen. Bist du dir da ganz sicher? Ich habe ein ganz komisches Gefühl. Warum hat sie denn ein komisches Gefühl? So, unser erster Kampf im Part. In den Wäldern hier, da kann ja auch alles Mögliche sein. Greif mal den an und du greifst den an. Dash macht das schon. Blitzrar sogar. Nicht nur Blitz, sondern Blitzrar. Die nächste Stufe. Der eine ist schon mal hin. Ich denke mal, der jetzt auch. Ja. Das war's leider, Refia. Du konntest nichts stehlen. Cool. So. Ich denke mal, wir müssen jetzt zurück zum Schiff, ne? Weil hier ist nichts mehr. Doch, was haben wir denn hier? Turm des Oven. Ach, dann sind wir ja sogar richtig hier. Was ist das? Ein Frosch? 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 Können wir mit dem reden? Ich glaube, ich bin hier schon gewesen. Was ist mit dem Frosch? Voll komisch. Ganz viele Frösche, aber nichts passiert, wenn ich die anklicke. Oh oh. Ah, ich greife die mal normal an, dann verbrauchen wir nicht immer so viel Dingensbummens. Mal gucken, wie stark die überhaupt sind. Portion, sehr gut. Hat sich schon wieder gelohnt. Hey, was soll das denn? Ihr wollt uns doch nicht etwa töten. Ja, einfach mal alle angreifen, das sollte reichen. War jetzt nicht besonders effektiv, aber... Wenn jetzt mehrere von diesen Kämpfen kommen, dann, ja. Dann spart man so ein bisschen. Können wir jetzt doch gegen den Frosch kämpfen? Ach so. Oder das war jetzt zufällig einfach nur zufällig. Zufällig. Ich mach mal Schlaf. Schlaf haben wir voll selten jetzt benutzt. Und Goldnadel erhalten.
Oh. Oh, wir sind alle stumm. Das war's mit dem Schlaf. Aber vorbei. Und die anderen sind eh nicht so wichtig. Die machen eh immer so physische Angriffe eher. Also ist nicht so schlimm. Ingus ist tot. Können wir den mal einschlafen lassen? Vorbei. So. Na, immerhin ist mal einer weg. Jetzt muss ich mal erstmal ihn hier wieder aufwecken. Ingus? Du greifst an. Du auch. Also lieber, dass der zuerst tot ist, bevor ich wieder angegriffen werde. Umso mehr müssen wir nur wieder gegen anarbeiten mit Items und was weiß ich. Weil so stark bin ich ja noch nicht und ich bin hier gerade zufällig direkt in die Höhle gekommen, wo wir auch hin sollen. Gehe also mal davon aus, dass wir hier auch ein bisschen mehr noch kämpfen müssen. So, du kriegst mal eine Portion auf jeden Fall. Ja, ist okay. Was ist denn das? Faltkanon, faltbares Kanon, mit dem man Untiefen überquert. Ach so. Stimmt, das hatten wir ja geschenkt bekommen von dem König. Phönixfeder. So, dann geht's dem schon wieder gut. Dann kriegt er jetzt noch eine Portion. Ach so, und Refia hier ist stumm. Dann müssen wir ihr noch mal was geben. Haben wir da was? Hebt Stein auf, hebt Gift auf, hebt Blind auf. Haben wir da nichts gegen stumm? Das ist ja doof. Ach, das ist ja doof. Und wir können natürlich auch mal hier, wir können ja mal was lernen. Dann lernt Refia ja nochmal Gift, die aber gar nicht zaubern kann. Das ist ja auch doof. Das bringt's ja auch nicht. Dann machen wir ihn hier. Lernen Gift. Dann kann er das jetzt auch. Und, Frosch. Ach so, er kann das nicht lernen, weil alles schon voll ist. Na gut. Na gut. Wenn ihr meint. Ja, dann ist sie jetzt eben stumm, ist ja egal. Ich lauf einfach mal hier so lang. Vielleicht soll man auch den Fröschen nicht begegnen. Ja, weil dann müssen wir nämlich kämpfen. Ach so. Also eher nicht kämpfen. Aber auf der anderen Seite müssen wir vielleicht da eh durch. Vielleicht kommen wir da gar nicht drum rum. Ja, dass wir nichts gegen Stumm haben, das ist natürlich blöd. Mal gucken, ob wir da noch was haben. Ich dachte, wir hätten da immer was. Ich weiß nicht, dieses Echokraut oder wie das heißt. Vielleicht finden wir das ja noch. Na, das ging ja schnell. Sind ja auch alle wieder lebendig, dann kriegen auch alle wieder was ab von Berufsstufen und Energie und was ist. Geh mal da lang. Ach, jetzt sind wir doch wieder hier. Das ist natürlich doof. Dann gehen wir mal diesmal nach rechts hier. Tut man rechts rein. Oh. Eine Runde schwimmen gefällig. Wir können doch gar nicht so tief tauchen, aber wenn wir Frösche wären... Hier können wir dann vielleicht dieses komische Kanu nehmen. Frösche? Oh, ich hasse Frösche. Die sind so glitschig. Ich will kein Frosch sein. Wir sollen uns also jetzt in Frösche verwandeln. Jetzt kommt dasselbe nochmal. Ja, okay. Muss mich also in einen Frosch verwandeln.
Dann muss ich das ja doch irgendwie jemandem geben. Leider kann ich immer Dash nicht ausrüsten. Das finde ich immer irgendwie doof. Ja. Dann ist er ja der Einzige, der das noch lernen kann. So. Benutzen. Frosch. Gesamte Gruppe. Bäm. Wir sind Frösche. Haha. Leider können wir nicht mehr machen. Ach so, doch. Ich kann noch mal ein Item hier nehmen. Müssen wir sowieso für den nächsten Kampf dann wieder. Das sehe ich schon kommen. Dass sie immer wenigstens über 100 sind, das ist mir dann schon wichtig. Wo sind die denn? Ach, hier. Hey, wir sind alle Frösche. Oh. Willkommen im Turm des Ofen und zu eurem Untergang. Na dann, gehen wir mal in unseren Untergang. Kann ich vielleicht nochmal speichern oder so? Das wäre total dufte. Oh, wir können sogar ganz schnell sein. Ganz schnell als Frösche hüpfen. Oh, eine Kiste. Und natürlich müssen wir kämpfen. Ja, die Viecher. Aber als Frösche, das ist natürlich scheiße, ne? Oh, oh. Können wir gar nicht mehr machen. Hier, kannst du den nicht als Frosch... Oh, das ist natürlich doof. Ja, da können wir nicht viel machen, ne? Kannst du denen irgendwas zuwerfen? Heb Frosch auf. Aber davon haben wir nur zwei Stück und dann will ich die nicht jetzt verbraten. Das ist doof. Ja, dann greifen wir mal alle an. Oder so. Oh nein. Das habe ich befürchtet, dass wir jetzt gar keinen Schaden machen. Gerade mal nur einen Punkt, das ist nicht viel. Und jetzt haben sie alle Sturm. Ah, vorbei. Zumindest bei einem. So, und jetzt kommt der Nächste, der angreift. War ja klar. Tot. Ich würde gern flüchten. Ich würde gern flüchten. Ich will weg. Weg. Das wird nichts. Flucht fehlgeschlagen. Doch. Flucht erfolgreich. Hey, ich hab's sogar geschafft. Was kriegen wir? Die Truhe enthielt Echokraut. Mensch, wenn wir das jetzt nicht brauchen, wann dann? Aber erstmal müssen wir... Oh Mann, ich hab doch nur eine Phönixfeder. Das ist doch doof. Ich glaube, wir sollten mal wieder normale Leute werden. Es ist voll gefährlich, dass wir hier als Frösche rumlaufen. Magie. Hebt Frosch auf. Warum geht das denn jetzt nicht? Lernen. Nee. Benutzen. Warum? Warum müssen wir denn jetzt Frösche sein? Das ist doch voll uncool. Wie sollen wir das denn überleben? Ja, die brauchen die beiden. Also wenn die beiden stumm sind, ist mir das egal. Aber die anderen halt nicht. Warum können wir das jetzt nicht benutzen? Wenn wir jetzt so ganz hip Frosch auf... Was ist, wenn ich das jetzt mache einfach? Geht das dann? Ich will das nicht benutzen. Nicht, dass das dann weg ist, aber es hat gar nicht funktioniert. Das wäre ja auch doof. Erteilt Frosch oder hebt Frosch auf? Geht aber nicht, oder wie? Das ist doch doof. Aber ich habe Angst, jetzt hier rumzulaufen. Wir können ja nur flüchten.
Ja, super. Wir flüchten direkt. Ob wir uns so durchschlagen können, weiß ich nicht. Flucht fehlgeschlagen. Flucht fehlgeschlagen. Stumm. Ja, macht euer scheiß Zeug da drauf. Das ist okay. Ja, und wir sind geflüchtet. Nur, dass wir jetzt alle stumm sind. Ich weiß nicht, was ich hier mache, aber ich, mache einfach mal. So. Wir sind hier irgendwie total falsch. Ja, super. Voll scheiße hier unten. Ich weiß auch gar nicht, wie man das hier am besten macht. Außer flüchten, flüchten, flüchten. Yeah. Ich meine, so kommt man auch durch. Wenn das jetzt so weitergeht. Und hier ist unser Loch. Hier sind wir doch hergekommen. Das ist doch bescheuert. Das wird nicht richtig sein. Und zweimal hatten wir Glück. Und warum ruckelt es schon wieder? Es ruckelt schon wieder die ganze Zeit. Ich weiß schon wieder nicht, warum. Das muss hier irgendwie rübergehen. Das muss irgendwie eine Lösung hier geben. Ach, hier kann man ja lang. Oh, ich bin so doof. Schnell, schnell, meine kleinen Frösche. Ruckelt euch voran. Ja, war klar. Auch vor denen können wir flüchten. Ich finde das so süß, dass die auch alle bunt sind. Flucht fehlgeschlagen, Flucht fehlgeschlagen. Eisra. Na, Mensch. Toll. Sterben jetzt alle. Nö, aber sind mächtig angeschlagen. Ja, und einer ist tot. Und natürlich kann ich dann flüchten. Das ist ja schön. Habe ich überhaupt noch eine Phönixfeder? Nö. Es wird immer besser hier. Super. Ich werde mich dann mal vom Acker weitermachen. Okay, da ist nichts. Eine Truhe. Oh. Hihihi. Oh, Refia, pass auf. Es ist mega schwer hier. Also kann man nicht anders sagen. Bin jetzt wieder im Angriffsvorteil. Ja, wir sind total im Angriffsvorteil. Könnt ihr mal bitte flüchten? Hallo? Wenn wir im Angriffsvorteil sind, dann können wir wohl flüchten. Blitzdolch. Auch das brauchen wir nicht. Wir brauchen eigentlich mal wieder jemanden, der uns wiederbelebt. Oh. Wie soll man das denn hier schaffen als Frosch? Ich meine, ich mache das hier eigentlich quasi eh nur noch, um zu gucken, was hier überhaupt ist. Was ist hier? Kommst du hier nicht weiter? Was mit Refia, Ma? Was wollen die von ihr? Ihr werdet niemals den richtigen Weg finden. Das sehen wir ja noch. Na, dann gehen wir hier mal rein. Hey, geh da... Ah! Oh! Cool! Yeah, wir haben den richtigen Weg gefunden. Ah, da kann man nichts mehr machen, aber jetzt können wir hier weiter. Voll gut. Jetzt kommen die... Oh Gott, was sind das denn für Viecher? Schnell weg hier. Ja, zweiter, der tot ist. Dritter, der tot ist. Und Refia, pack's nicht. Damit haben wir es dann. Ja, alle tot. Ja, das war ein schöner Part.
Aber ich finde, ich bin sehr weit gekommen. Ich habe nur noch keinen Plan, wie ich das machen soll mit Fröschen, wenn die sich nicht wieder zurückverwandeln können. Ich werde mal woanders reinschauen, wie man das macht, ob man hier nicht anders drumherum kommt. Oder einfach vorher mich fett einkaufen mit Portionen und Stummgeschichten und allem, was dazugehört. Mal gucken, wie man das taktisch am besten macht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ich laufe natürlich bis hierhin, wenn ich dann den Dreh raus habe, so dass wir dann direkt hier weitermachen, wo ich zuletzt war. Bis dann!